Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite Kapitel 5 Runde zusammen mit Florio. Moin moin meine Freunde, was geht? Was geht Flo? Leute, wir machen heute einen schmackhaften Zugplay, würde ich sagen. Und zwar will ich heute auf jeden Fall den Zug einnehmen und schauen, dass wir da geile Sachen bekommen. Und zusätzlich will ich euch meine Lieblingswaffenaufsätze zeigen. Aber stopp, Freunde, bevor das Video weitergeht, ganz kurzer Hinweis für euch. Das Video hier ist unterstützt von Epic Games. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich extrem drüber. Und ich bin ja nicht fix, wenn ich nicht noch ein bisschen was für euch rausgeholt hätte. Und zwar verlose ich heute wieder Tausende an V-Bucks. 10.000 V-Bucks an der Zahl. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist Abonnent von dem Channel sein und einen Kommentar schreiben, warum du gerne die V-Bucks haben möchtest. Und natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt den Creator-Code FIX im Itemshop ein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt geht's weiter mit der Runde. Flo, kommst du drauf? Digga, ich hab mich schon wieder getrollt. Oh mein Gott, der Zug hat dich so getrollt. Vielleicht schaffst du es noch. Ich glaube, der wird langsamer hier. Ja, ja, ich hab's geschafft. Okay, ich nehm schon mal ein. Ja. So, ich hab ein paar Sachen. Hier sind noch Waffen für dich. Nice. So, nice. Nimm dir was. Sehr gut. Okay, wir haben den Zug eingenommen. Das ist unser Zug, Junge. Let's go. Freunde, unsere Mission ist, auf jeden Fall dann hier auszusteigen und den Boss zu holen. Denn ich will auf jeden Fall in den Tresor rein. Oh, nice. Aber keiner traut sich zu uns, wie es ausschaut, ne? Schau mal hier unsere neuen Bären. Zack. Schmeckt. Man kann keine Büsche auf dem Busch auf dem Zug placen. Ja, macht ja auch Sinn. Der fährt ja auch. Der Busch fliegt ja dann auch weg. Aber hier? Nee, der Zug macht das einfach kaputt. So, aber keiner traut sich auf unseren Zug. Aber ich glaube, wir kommen perfekt an, wenn wir Loot haben. So, komm runter. Du brauchst schnell Schild. Oh mein Gott. Und Freunde, wenn ihr meine Fortnite-Videos feiert, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Hier sind Minis. Gönn dir doch. Ja, du. Ja, ja. Oh, ich habe ein Bigo abgebrochen. Man darf nichts rausschmeißen, während man den Bigo trinkt. Sonst bricht man leider ab. Echt? Ja, anscheinend. Oh, ich habe hier noch eine automatische Shotgun. Okay, sehr gut. Wir sind da, Flo. Guten Loot. Wir sind angekommen. Hallo, Freunde. Da ist einer. Cracked. Die gehen schon auf den Boss. Komm, wir müssen zum Boss. Ja, ja, ich weiß schon, aber wo ist der jetzt hingelaufen? Wie schnell? Oh, rechts von uns. Hab ihn. Let's go. Ich finish den. Hier ist der andere Gegner. Hab ihn. Musst du finishen kurz? Hier ist noch einer. Ja. Ist cracked. Muss mich kurz reinhealen, der hat mich gut gecrackt. Ja, mach das. Ich komm. Hab ihn. Let's go. Ich hab ihn so outplayed. Einfach stark. Hier kommt noch jemand. Ah, das ist der Boss. Nein, Stickies. Oh, ich hab mich selber gehittet. Hol schnell den Boss von der hohen Gesellschaft, die kleinen Schweine. Ihr habt Pili geklaut. Weg mit dem. Was für eine Gesellschaft. Oh mein Gott. Ganz gut. Oh mein Gott. Oh, hier ist ein Bigo. Das ist eine krasse Maschinenpistole. Jetzt kommen wieder welche, glaube ich. Ja, pass auf. Hau den Bigo rein. Okay. Muss auch gleich nochmal nachladen, Vorsicht. Hast du Blick auf die? Ja, ich hau mir Medkit rein. Die sind über uns. Okay, sehr gut. Lass noch chillen. Die kommen gleich hoch, glaube ich. Hab hier nochmal ein Bigo. Sehr gut. Nochmal Minis. Die kommen. Der hat das Schild. Hab ihn gut gehittet. Oh, der hat das Schild. Crack. 80. Sehr schön. Weit. Weit. Ich muss reloaden. Hab ihn. Sehr gut. Der andere hat auch ein Schild, Vorsicht. Oh mein Gott, der hat auch ein Schild. 50er Schild. Schild, 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 Schild. Shot. Oh mein Gott, er hat mich gehabt, du musst ihn holen. Oh, ich hab ihn. Let's go, Junge. Let's go. Ich hab noch ein Bigo auch für mich. Nice. Sehr gut. Na, schau mal, du nimmst die Münze hier, weil von der Münze kriegen wir dauerhaft Schild. Stimmt, das ist ja auch so OP, ne? Und hier ein Medkit für dich. Kost. Ich schnapp mir mal kurz das Schild hier. Boah, das Schild ist auch nice, ne? Okay, ich würde sagen, ich gehe mal nach unten. Ja, ich mach jetzt mal den Bunker hier auf. Aber ich hab doch die Münze. Du brauchst doch die Münze. Du hast die Münze. Ja, komm mal her, mein Freund, bitte. Ja, ich komme. So, einmal einsteigen. Kann ich meine Münze einmal hier? Münze. Oh, danke. Naja, denk doch mit. Was glaubst du, wer ich bin? So, Freunde, ich zeige euch. So, da sind jetzt ein paar Kisten drin, oder? Ja, hier haben wir eine geile Kisten und hier haben wir die Waffenmod-Werkbank. Richtig geil. Ganz wichtig, auch Gold mitnehmen. Na, ihr braucht das Gold, um die Waffen zu bearbeiten. Und ich zeige euch mal ganz kurz hier meine Lieblingswaffen. Und zwar kann man hier die Sniper einfach rausholen. Sei von wo? Hier, von der Seite einfach. Laber nicht. Hier auch. Hä? Das ist mein 10. Game oder so und ich habe das nicht gewusst. Die anderen alle lassen die immer stehen, aber ich zeige euch mal ganz kurz. Ich liebe die Sniper mit dem Rotpunkt, mit mehr Munition auf dem Griff und mit dem schnellen Griff hier, angewinkelter Handgriff. Die ist richtig nice. Und natürlich auch eine Silence machen wir oben drauf. Sehr gut. Okay, dann machen wir uns noch ein schönes Visier auf Sturmgewehr drauf.
Und draußen geht schon wieder ab. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, ich habe alles eingegeben. Du bist dran. Bin gerade rüber. Okay, bist du bereit? Ich habe nicht mehr genug Gold. Ist da noch Gold? Nee, ja, ein bisschen. Aber ich kann es nicht geben. Warte, ich brauche hier noch einmal. Impuls, siehst, kannst du die mitnehmen? Oder willst du die mitnehmen? Boah, ist rein, nehme ich mit. Ich habe eine krasse Pistole, schau mal. Boah, Junge! Wie nice! Was ist das für eine Pistole, Alter? Boah, die hat auch krasse Aufsätze. Die scheppert, ne? Aber geisteskrank, ja? Ja, okay, du darfst sie haben. Ich nehme die noch lieber hier. Ja, ich nehme mein Sturmgewehr mit. Komm, wir müssen raus. Wir haben draußen Gegner. Draußen ist jemand mit einer anderen Münze. Einer anderen Bossmünze. Die sind links von uns. Okay, vielleicht sehen wir die von hier oben vom Berg. Die müssen da aus der Zone rauskommen, ne? Siehst du was? Die laufen noch in die Zone, oder? Ich weiß nicht genau. Die laufen hier, da sind die. Hinter okay, Busch. Ja, lass chillen. Wir müssen auch Zone. Wir müssen ein bisschen in die Zone. Lass mal hier rüber in den Busch gehen. Ja, Freunde, schreibt mal eure Lieblingswaffenkombination in die Kommentare rein. Da bin ich auch extrem drauf gespannt, was ihr so gerne spielt. Ich mag für Sturmgewehr gerne dieses Rotpunkt hier und für die Sniper nur die ganz normale Rotpunkt. Ich habe ihn Headshot sniped. Nice. Komm, wir gehen drauf. Der trägt den. Okay, ich gehe nach vorne. Du hast Impulsis, ne? Ja, sehr gut. Kann sein, dass er ihn wiederbeleben will. Siehst du ihn? Nee. Doch, hier. Hab ihn Headshot. Nice! Let's go! Ich sag's euch, die Kombination mit der Sniper, Alter, ist so krass, ne? Und die haben... Da ist noch eine Münze für mich auch. Ja, gönn dir, Bro. Dann haben wir beide Münzen. Und die haben nochmal fette Sturmgewehre. Oh mein Gott, willst du das krasse Sturmgewehr haben? Schau mal. Lila Sniper, mal schauen, was der für Aufsätze hat. Ja, ist schau mal, nicht die, schlecht. Da. Oh mein Gott, ja. Die ist so geisteskrank. Also ich behalte aber meine Sniper hier mit den meinen Modifikationen. Die ist nochmal geiler. Modifikation. Nice, Alter. Wie geil ist das denn? Ja, Freunde, ich muss sagen, wir haben ja auch ein komplett neues Movement-System hier im Game drin. Es ist am Anfang echt ungewohnt, aber mit der Zeit kommt man da wirklich gut rein. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon irgendwie ein bisschen damit angefreundet. Ja, voll. Und bei dir auch wahrscheinlich so, ne? Ja, ich dachte am Anfang, ich habe mega Schwierigkeiten, aber es geht gut klar, ehrlich gesagt. Ja, geht voll klar. Okay, da vorne sind nochmal Gegner. 100er okay, Snipe? Du bist viel zu weit weg von mir. Ich musste mich kurz hier mit den Waffen anschauen. Ja, okay. Ich warte hier. Ja, weil das Ding ist, du kannst jetzt auch was Geiles finden, wenn du nicht genug Gold hattest, wenn jemand da schon modifiziert hat, weißt du? Der hat auch eine Sniper. Der hat mich gehittet. Oh, die sind, glaube ich, gut. Ah, ich sehe nicht. Hab ihn nochmal 100 gehittet? Nice. Warte, ich bin gleich da. Vielleicht treffe ich ihn auch nochmal. Pass auf, der hat eine Sniper. Und einer ist weiter rechts. Wir müssen ein bisschen nach rechts in die Zone. Können die ein bisschen ich habe keine Impulses mehr. Ja, ich habe auch kein Movement mehr. Wir sind halt leider ein bisschen im Low Ground. Komplett. Das ist gar nicht gut. Ich rutsche mal hier runter. Ich komme mit dir mit. Ja, wir müssen an der Kante bleiben. Oh, ein bisschen Volldamage gefressen. Aber egal, wir haben Medaillen. Ja, aber so, schade, dass die kommen. Kein Green Life healen. So, ich versuche da vorne in den Busch reinzukommen. Zwar nicht oh, da ist gerade was kaputt gegangen, glaube ich. Weiß nicht, ob die nochmal zu uns pushen. In die Richtung musst du aufpassen. Ich glaube, da war irgendwas. Boah, ich habe gerade so viele verschiedene Aufsätze drauf. Das ist so crazy. Heftig. Ich glaube, ich habe jeden Aufsatz. Rotpunkt, dann habe ich den 1,5-fachen, dann habe ich den hier und dann habe ich auf meiner Sniper noch einen. Die laufen hier? Ja. Hinter uns? Wir müssen auch in die Zone. Und wir gehen ein Stückchen nach vorne. Ist doch krass, dass man die Münzen einfach in der Karte sieht, ne? Dass man dann keinen krassen Vorteil hat, weil man sich eh schon healt. Ja. Die kommen vom Berg runter. Headshot sniped! Let's go! Komm, wir gehen ein bisschen in die Richtung. Ist der im Busch drin? Ja. Okay, lass den Busch sprayen, oder? Ja. Hab ihn 100 gegeben. Ich hab einen White. Hab 27 einen cracked? Der läuft. Ah, der hat das neue Movement-Item. Nice. Schau mal, ob ich noch snipen kann. Ja, schau mal, ob du ihn hittest. Boah, nee, der ist zu schnell. Der ist ganz der ist richtig jetzt, schnell. Ne? Der ist in die Richtung. Vielleicht hat sein Freund auch das Movement-Item. Ja, ich fetz mal hoch. Aber ich sag dir, ne, das ist einfach das geilste Aufsatz für die Sniper. Ich lieb das. Hat's leider nicht gehabt. Okay, ist egal. Okay, wir sind gut in der Zone drin. Aber welcher Aufsatz? Von welchem sprichst du denn? Ich habe einen Rotpunkt und schneller reinscopen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, warte, ich kann es dir sagen. Rotpunktvisier, Trommelmagazin, angewinkelter Handgriff und Schalldämpfer. Ist doch viel zu klein, der Futter. Ja, aber ich komme damit gut klar, weißt du? Hier unter uns sind welche. Ja. Headshot Snipe. Let's go. Nochmal 100er Hit. Der ist low. Hab ihn. Oh mein Gott, du hast ihn so gesprayt, Alter. Ich sag's dir, Junge. Holy moly. Sniper ist es. Ach du Scheiße. Das ist die beste Sniper, die es gibt, Mann. Komm, wir fetzen mal hier rüber. Ich wollte nur kurz gucken, ob der vielleicht seinen Freund wiederholt. Aber ja, ich komme auch mit rüber. Wir brauchen noch Movement-Items. Die haben hier nämlich auch wieder krasse Waffen. Schau mal, hier ist so eine... Oh, da sind welche auf dem Dach.
Ja, hat mich gut gerettet. Ich gehe mal nach unten. Ja, die kämpfen gegen die auf dem Dach oben. Ja, sehe. Könnte es sein, dass die zu uns pushen jetzt. 50er Hit. Hab mich auch gut gehittet. Die werden von der Seite noch angeschossen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu unserer Position von gerade. Ja, wir sind hier ein bisschen open field. Headshot sniped. Let's go, Junge. Komm, wir gehen drauf. Sniper-König. Ich habe hier einen Impuls. Da können wir gar nichts. Ich gebe den Impuls. Der haut ab. Ist cracked. Nochmal cracked. Oh, schade. Oh, ich habe das neue Movement-Item. Let's go. Let's go. Geh hinterher, hier. Greifklinge. Ich hab den anderen kurz weggemacht. Gleich, ich kann gerade noch nicht. Irgendjemand sniped noch auf mich. Ja, von da hinten. Hast du die Münze von mir vorhin geholt? Nee. Ich hab keine Münze mehr. Ich hab zwei Münzen. Doch. Ich komm zu dir mit Greifklingen. Die sind auf dem Feld da hinten. 110 auf einen? Einer ist unter dir aber, ne? Schau mal, hier ist eine Münze. Oh mein Gott, ich wurde gesniped. Nein. Oh mein Gott. Nein, die haben gefinished. Das gibt es nicht. Der hat mich Headshot sniped. Ach. Oh mein Gott. Der, das war der, der war direkt in meinem Gesicht. Dass ich den nicht gesehen habe. Oh, die Pump scheppert komplett. Oh mein Gott. Ich habe auch ein Problem. Ja, überall. Du hast noch zwei Smallies. Sechs Smallies sogar. Ja, aber bringt nichts. Ich brauche Green Life eigentlich. Wir haben da hinten noch Gegner. Ich muss leider das alleine machen. Ja, spiel durch alleine, aber du hast überall sind Münzenträger, ne? Ja. Die haben Problem noch von der anderen Seite. Ja. Ich glaube, deine Position ist gar nicht so schlecht, außer der hinter neben dir pusht dich wieder. Ja. Ich glaube, der kommt nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier rebooten kann noch. Nee, das ist bloß meine Karte. Du hast hier, glaube ich, sonst kein Reboot. Ja, schaue ich wahrscheinlich eh nicht durch. Nee, das ist so viel Action. Vor allem, schau mal, wie klein die Zone schon ist. Ich hätte gern ein Medkit. Ich würde gern durchs Haus gucken. Soll ich nochmal aufs Haus gehen? Ja, von da wird geballert, ne? Oder von der Loot-Insel. Da liegt bestimmt irgendwo noch ein Medkit. Da vorne ist ein Heilungsautomat, aber ne, die sehen mich. Ja. Die sind auf dem Dach. Ne, ich hab auch geschaut, ob ich dich holen kann. Nee. Oh, die müssen in die Zone kommen. Oh, hier kommt jemand im Auto. Hier sind welche. Noch fünf Teams, also noch, vier gegnerische Teams. Ja. Zwei Solo. Du und der andere, weiß ich. Okay, da war einer im Auto. Da ist einer im Haus drin. Der hielt sich auch, da waren Dinger drin, Fässer. Ah. Oh mein Gott. Ich sag dir, der Aufsatz ist es. Ja, vor allem du hast ja da fast on-hit, ne? Ja. Oh mein Gott, Digga. Das sind zwei. Ja. Ich versuch's. Digga, geh rein. Fetz. Zone. Ich geh wieder in die Zone. Du musst durchziehen, Zone. Ja. Oh nein, schade. Junge. Oben noch drauf. Aber was eine schöne Runde, ey, Freunde. Krasse Hits gefetzt, diese Modifikation, so stark. Freunde, wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und schreibt in die Kommentare, was ist eure Lieblingswaffenmodifikation? Das würde mich interessieren. Und schaut auch gerne bei Flo vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.